Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Democracy Now! Der War and Peace Report. Ich bin Amy Goodman. Das Weiße Haus hat eine radikale Ausweitung der Drohnenangriffe im Jemen genehmigt. Die Washington Post berichtet, dass US-Präsident Obama einen CIA-Antrag genehmigt hat, Drohnenangriffe auch dann auszuführen, wenn die Identitäten der Personen, die getötet werden, nicht bekannt sind. Diese sogenannte Angriffspolitik per Unterschrift trat Anfang diesen Monats in Kraft und mindestens ein Angriff wurde bereits ausgeführt. Es wird allgemein erwartet, dass die Zahl der US-Drohnenangriffe aufgrund dieser neuen Politik dramatisch ansteigen wird. Mindestens 48 Zivilisten kamen bei 27 US-Angriffen im Jemen seit 2009 ums Leben. Der ausgeweitete politische Spielraum für diese Angriffe war in Pakistan, wo Hunderte von Zivilisten durch US-Drohnen getötet wurden, bereits zuvor in Kraft. Ein Militärrichter hat einen Antrag der Verteidigung abgelehnt, alle Anklagepunkte gegen den wegen Geheimnisverrat angeklagten US-Armeegefreiten Bradley Manning fallen zu lassen. Am Mittwoch lehnte Oberst Denise Lind die Einwände des Rechtsanwalts von Manning ab, der staatsanwaltliches Fehlverhalten beanstandet hatte und legte das Verhandlungsdatum für den 21. September fest. Manning droht als Höchststrafe lebenslange Haft, weil er angeblich als geheim eingestufte Dokumente weitergegeben hatte, die auf der Enthüllungsplattform WikiLeaks veröffentlicht worden sind. Israels höchster Offizier hat US-Geheimdiensteinschätzungen bestätigt, wonach der Iran seine Bemühungen, eine Atombombe zu bauen, aufgegeben hat. In einem Interview nannte Generalleutnant Benny Gantz den iranischen Präsidenten einen sehr rationalen Menschen, der durch internationale Sanktionen dazu bewegt worden sei, die nukleare Aufrüstung einzustellen. Die Stellungnahme von Gantz steht im Gegensatz zur Ansicht des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, der den Iran immer wieder als existenzielle Bedrohung bezeichnet. Dutzende von Demonstranten der Occupy-Bewegung kamen am Mittwoch in Detroit anlässlich der jährlichen Hauptversammlung des Großkonzerns General Electric zusammen. Eine Gruppe von 100 Demonstranten gelang es, die Eröffnungsveranstaltung zu stören. Die Demonstranten skandierten: Zahlt euren gerechten Anteil, ein Verweis auf die notorisch niedrige Steuerzahlquote des Konzerns. Es war der zweite Tag in Folge mit Protesten der Occupy-Bewegung, nachdem am Dienstag gegen die Großbank Wells Fargo in San Francisco demonstriert worden war.